Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine letzte Rede zur Inmission im Libanon habe ich mit einem Zitat der libanesischen Sängerin Fayrouz begonnen. Heute möchte ich zum Einstieg noch etwas weiter in die lange und reiche Geschichte dieses Landes zurückblicken. Mit ihren Fußsohlen stampfen sie auf der Erde. Durch ihr Herumspringen bestens Hirara und der Libanon. Da wurde schwarz das Weißgewölk, der Tod regnet wie Nebel auf sie herab. Diese Zeilen, Kolleginnen und Kollegen, stammen aus dem Gilgamesch-Epos, dem vielleicht ältesten Mythos der Geschichte. Diese Zeilen handeln vom epischen Kampf zwischen dem sumerischen König Gilgamesch und dem Wächter des Zedernwaldes. Sirara ist der alte Name für das Kalamungebirge, im Deutschen besser bekannt als der Anti-Libanon, das Gebirge, das die Grenze zwischen dem Libanon und Syrien bildet. Diese Zeilen sind gut 4000 Jahre alt. Sie könnten aber auch genauso gut 4 Wochen alt sein. Denn vor 4 Wochen verkündete der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah die Vertreibung der dschihadistischen Al-Nusra-Front aus dem Kalamun-Gebirge. Durch ihr Herumspringen bestens Hirara und der Libanon. Das Besten Syriens verfolgen wir seit Jahren. Syrien ist faktisch auseinandergebrochen. Zwischen den letzten Bastionen des Assad-Regimes und dem blutigen Kalifat des Islamischen Staates, zwischen der sunnitischen Al-Nusra-Front und der schiitischen Hisbollah, zwischen den Interessen Saudi-Arabiens und den Interessen des Iran. Das Besten des Libanon blieb bisher aus. Aber auch der Libanon steht vor einer Zerreißprobe an den eigenen konfessionellen Konfliktlinien. Zwischen den Assad-Unterstützern und den Assad-Gegnern. Zwischen den Interessen Saudi-Arabiens und den Interessen des Iran. Das Besten Syriens hat den Libanon bisher noch nicht erfasst. Aber der schreckliche Bürgerkrieg wirft seine dunklen Schatten immer wieder über die Grenze. Etwa bei blutigen Attentaten wie dem Bombenanschlag im libanesischen Tripolis in diesem Januar, bei dem 9 Menschen starben. Da wurde schwarz das Weißgewölk, der Tod regnet wie Nebel auf sie herab. Immer wieder drängen die dschihadistischen Kämpfer von IS und Al-Nusra aus Syrien auf libanesisches Territorium vor. Vor allem in der Beka-Ebene, die zwischen dem Libanongebirge und dem Anti-Libanon liegt. Aber nicht nur Dschihadisten drängen aus Syrien in die Beka-Ebene. In hunderten provisorischen Zeltsiedlungen sind die meisten der bis zu 1,5 Millionen Flüchtlinge untergebracht, die vor dem syrischen Bürgerkrieg in den Libanon geflohen sind. Gemeinsam mit meinen beiden Fraktionskollegen Christina Kampmann und Jens Zimmermann habe ich Mitte Februar den Libanon besucht. Und dort auch eine dieser Zeltstädte in der Beka-Ebene. Die Temperaturen lagen unter dem Gefrierpunkt. Im alles durchdringenden Schneeregen spielten Kinder im eiskalten Schlamm, in offenen Sandalen oder barfuß. Mit ihren Fußsohlen stampfen sie auf der Erde. Dies war nicht das erste Flüchtlingslager, das ich besucht habe. Aber selten habe ich in meinem ganzen Leben etwas so Bedrückendes erlebt, Kolleginnen und Kollegen. Und wenn ich dann die Ignoranten bei uns in Deutschland höre, die gegen vermeintliche Wirtschaftsflüchtlinge hetzen, und wenn ich von den Feiglingen lesen muss, die Unterkünfte für Flüchtlinge anzünden, dann weiß ich nicht, was ich mehr sein soll. Mehr traurig, mehr wütend oder mehr fassungslos. Nur eine Sache, Kolleginnen und Kollegen, bin ich mir ganz sicher, dass wir als Demokraten diese geistige und diese tatsächliche Brandstifterei mit aller Entschlossenheit bekämpfen müssen. Dem Libanon und den Flüchtlingen zu helfen, ist eine Frage der Menschlichkeit. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, ob wir es mit unseren Werten ernst meinen. Dem Libanon zu helfen, ist aber auch eine Frage der eigenen Sicherheit. Das Besten Syriens hat zu enormen Flüchtlingsbewegungen geführt, die in den Mittleren Osten massiv belasten und uns selbst in Europa vor große Herausforderungen stellen. Das Besten des Libanon würde diese Situation in einer Dimension vervielfachen, die ich mir nicht vorstellen möchte. Dieses Besten müssen wir verhindern. Neben der Flüchtlingsproblematik sind 2 weitere Faktoren im hohen Maß sicherheitsrelevant für Europa. Die zunehmende Instabilität einer Region direkt vor unserer Haustür und der Terrorismus. Zerfallene Staaten sind Brutstätten des Terrors. Der Niedergang der Staatlichkeit im Mittleren Osten hat den Aufstieg des Islamischen Staates erst ermöglicht. Hier können sie sich ausbreiten. Hier können sie sich zurückziehen.
und hier können sie neue Mitglieder anwerben. Neben dem IS tummeln sich etliche weitere Terrorgruppen im Grenzgebiet zwischen Syrien und dem Libanon. Die Al-Nusra-Front ist ein direkter Ableger von Al-Qaida. Die Hisbollah greift direkt in den Syrien-Konflikt ein, gewinnt Kampferfahrung, rüstet auf und steht auf der Schwelle zu einem neuen Krieg mit Israel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sicherheitslage im Libanon ist äußerst fragil. Und ich bin mir sicher, wenn sich die internationale Gemeinschaft in dieser Situation herausziehen würde, wäre das Bersten des Libanon kaum noch aufzuhalten. Heute stimmen wir über die UN-Mission UNIFIL ab. Ein kleiner, aber sehr bedeutender Stabilitätsfaktor für den Libanon. Das bestätigte mir auch der libanesische Außenminister Gebran Basil bei meinem Besuch. Und davon konnte ich mich auch auf der deutschen Korvette Erfurt im Hafen von Beirut selbst überzeugen. Unsere Soldaten leisten dort hervorragende Arbeit in einem durchaus schwierigen Umfeld. Auch Sie wissen um die Situation der Flüchtlinge, Kolleginnen und Kollegen. Auch Sie wissen, dass Anfang des Jahres ein spanischer Soldat der UN-Mission gefallen ist. Umso wichtiger, dass Sie mit Ihren Angehörigen der Heimat kommunizieren können. Dafür müssen wir Ihnen die technischen Möglichkeiten zur Verfügung stellen, wie etwa ein einfacher WLAN-Zugang an Bord. Kolleginnen und Kollegen, das wäre das Mindeste. UNIFIL sichert die libanesische Küste und den Zugang zu humanitärer Hilfe. Angesichts der katastrophalen Situation der Flüchtlinge unerlässlich. UNIFIL stärkt die libanesischen Sicherheitskräfte, die als einzige Institution konfessionsübergreifendes Vertrauen genießt. Angesichts der politischen Spannung im Land unersetzlich. UNIFIL bietet die einzige Plattform, auf der sich Israel und der Libanon direkt untereinander austauschen. Angesichts der Spannung zwischen der Hisbollah und Israel unverzichtbar. Helfen Sie mit, das Bersten des Libanon zu verhindern. Stimmen Sie für die Weiterführung von UNIFIL. Vielen Dank. Ich verlese das Protokoll des von den Schriftführern und Schriftführern ermittelten Ergebnisses der zweiten namentlichen Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses.